Hallo und herzlich willkommen zum ersten Libyen-Widerstandsbericht für den 10. Oktober 2011. Am 9. und 10. Oktober fanden grüne Massendemonstrationen gegen die NTC-Raten in der Hauptstadt statt. Eine dieser Demonstrationen wurde organisiert von libyschen Ärztinnen und Ärzten. Es gab Konflikte mit den NATO-Söldnern, die auf eine der Demonstrationen das Feuer eröffnet haben. In der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober kam es in Libyen zu Angriffen auf die NATO-NCC-Raten in der libyschen Hauptstadt. Trupps grüner Guerillatruppen aus Einwohnern der Stadt attackierten im Schutz der Nacht die NATO-NCC-Söldner. Das libysche Staatsfernsehen sendet wieder. Heute hat das libysche Staatsfernsehen seinen Betrieb wieder aufgenommen. Ein weiterer Schlag des widerstandsleistenden libyschen Volkes gegen die NATO und ihre Waffen. Gegen 22 Uhr erschüttern schwere Explosionen die libysche Hauptstadt. NATO-Helikopter kreisen über der Stadt, auch Gefechte werden gemeldet. Am 9. Oktober verkündeten die Rattenpresse, dass sie vor der Al-Fatah-Revolution von 1969 vertriebene libysche Juden für ihre Rückkehr aus Palästina massiv entschädigen wollen. Insgesamt sollen für die 40.000 libyschen Juden und ihre Nachkommen 80 Milliarden Dollar aus dem von westlichen Staaten gestohlenen libyschen Volksvermögen bereitgestellt werden. Das entspricht 2 Millionen Dollar pro Vertriebenem. Kritiker halten das nur für einen weiteren Vorwand, das gestohlene libysche Vermögen beiseite zu schaffen, da das Scheitern der Annexion Libyens und unter der UN-Resolution 1973 absehbar ist. Sirte. Djibril, der NTC-Anführer, Djibril ruft seine Truppen östlich von Sirte zurück. Djibril wörtlich: 200 tote Kämpfer für eine Minute Sieg auf Al-Jazira sind sinnlos. Der Rückzug erfolgte nach einem verzweifelten Großangriff auf Sirte am Sonntagmorgen, der es den NTC-Raten ermöglichte, für einige Stunden die Universität und das südlichste Krankenhaus der in Friedenszeiten 200.000 Einwohner zählenden Stadt zu besetzen. Eine Falle, wie sich herausstellte. Die Verteidiger der Stadt schlossen den Kessel um die Eindringlinge und kämpften sie Mann für Mann nieder. Die Überlebenden flüchteten panisch, wie die westlichen Rattenmedien berichten. Ein weiterer wesentlich schwächerer Angriff erfolgte am 10. Oktober, wurde aber ebenfalls zurückgeschlagen. Daraufhin zog Djibril seine Mörderbanden ab, was zu weiteren Spannungen innerhalb der NTC-Verbrecherkoalition führt. Im Zusammenhang damit dürfte auch die Tatsache sein, stehen, dass Bani Walid und andere Städte Entsatzungstruppen auf den Weg nach Sirte geschickt haben. An der westlichen Front von Sirte haben sich die NATO-Ratten 10 Kilometer in die Wüste zurückgezogen, nachdem die Verteidiger zuvor einen Angriff von ihnen abgeschlagen hatten. Das Rote Kreuz berichtet auf dem YouTube-Kanal von Morris, buchstabiert 108, Morris 108, über die dramatischen Zustände in Sirte, die von der NATO und den NTC-Raten verursacht wurden. Die Raten haben in den letzten Tagen sogar Konvois mit Wasser und Medikamenten des Roten Kreuzes direkt angegriffen und beschossen. Zuvor wurde ein Krankenhaus von den Ratten mit Raketen und Haubitzen beschossen, als eine Delegation des Roten Kreuzes die Klinik besuchte. Der syrische Widerstandssender Al-Rai berichtet, dass libysche Verteidiger auf der Jagd seien nach einer Gruppe von NATO-Spionen, die sich in der Stadt eingenistet haben sollen. Über Weiteres werden wir so informieren. Bani Walid. Russische Medien bestätigen, dass sich Bani Walid 100% unter libyscher Kontrolle befindet. Alle Angriffe der letzten Tage wurden mühelos abgewehrt, nachdem der Großteil der Rattentruppen nach Ghadames aufgebrochen ist, das sich seit 2 Wochen unter der Kontrolle des libyschen Volkes befindet. Ghadames, tunesische Grenze, die liegt südlich von Tripolis.
Dem libyschen Volk ist es gelungen, die Ratten von strategisch wichtigen Kreuzungen zu vertreiben. Der Weg von Süden nach Tripolis ist somit frei für den libyschen Widerstand. Saba. Aufgrund des Verrats eines Tuareg-Führers gelang es NTC-Ratten kurzfristig nach Saba einzudringen. Jedoch hat der libysche Widerstand die Eindringlinge gestellt und zurückgeschlagen. Der Verräter wurde von den Tuareg hingerichtet. Weitere Meldungen, sobald sie vorliegen. Auf Wiedersehen. Oder noch